Moin moin und willkommen zurück bei Super Mario Bros. Wonder. Letztes Mal waren wir hier in der, ja, erst in der Wolkenwelt und sind wieder in die Wasserwelt zurückgekommen und jetzt gehen wir scheinbar in die Güldenfälle, was auch immer Güldenfälle sein sollen. Sieht sehr gelb, schwarz und steinig und matrixmäßig aus. Meister Poppin oder Poplin? Ich klicke das viel zu schnell weg, aber die Story ist auch... Sieht irgendwie ein bisschen wie The Tourist aus, finde ich. Dieses Indie-Spiel. Ich glaube sogar ein deutsches. Was sehr überbewertet ist. Aber habe ich nicht laut gesagt. Ja, ich glaube, selbst wenn ich einen schlechten Orientierungssinn habe, lieber Florian, ich glaube hier komme ich auch... Poplin ist er tatsächlich. Ohne Karte zurecht. Hoffe ich zumindest. Ja, laber doch nicht. Gib mir einfach deinen Königssamen und dann kann ich hier weiter diese wundervollen Level spielen. Okay, die sind Melonenfarben. Nice. Ich glaube, ich habe schon das beste Abzeichen, was es gibt, aber danke fürs Fragen. Prüfung voraus. Ja, in jeder Welt scheint man sich einen Wundersamen für 100 kaufen zu können. Achso, sogar bei dem Händler theoretisch alle auf einmal. Spiel online? Nee. Womit fangen wir denn mal an? Rätsel. Will ich mich erst über ein Rätsellevel aufregen? Nee, wir machen erst was anderes. Da brauche ich 4 davon, okay. Ja, scheinbar müssen wir ein Rätsellevel spielen oder zumindest sollten wir es. Ja, das erste fand ich ziemlich... Naja. Ach. Wir gucken mal, wenn das wieder so ein Abfuck ist. Ich hüpfe einfach mal erstmal blind rum. Ich bin mal noch optimistisch und hoffe, dass nur das erste Rätselhaus nervig war. Aber vielleicht gab es da auch irgendwie einen ganz einfachen Cliffhanger oder so. Oder Trick. Was will das? Also, falls ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich muss ja blind irgendwas suchen, deswegen hüpfe ich hier gerade wie so ein Bekloppter rum. In der Hoffnung... irgendwas zu aktivieren. Bei dem Level scheint es nicht so viele Möglichkeiten zu geben, wie man verzweifelt rumhüpfen kann. Und wir haben auch schon 2 von 5. Womöglich ist nur das eine extrem Abfuck gewesen. Ich kann mal gucken, ob... Ah, ich wollte hier eigentlich mal zwischendurch... Aber irgendwie will der gute Elefant das nicht. Es ist ja kaum möglich, irgendwie irgendwo was zu verstecken, ne? Bin ich hier unnötigerweise runtergeflogen. Ach. Was macht dieser Barry da eigentlich die ganze Zeit? Ja, es tut mir leid, das ist das Level. Ich muss hier quasi überall rumspringen und irgendwas suchen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe irgendwas aktiviert. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie weit das hier nach oben geht. Irgendwas machen. Irgendwie hoffen, beten, dass hier irgendwas aktiviert wird. Da ist das Vorletzte, okay. Also dieses Suchlevel finde ich gar nicht so schlecht bisher. Außer das letzte fuckt mich jetzt ab.
Nee, das war okay. Dann war. Vielleicht habe ich mich beim ersten dumm angestellt oder. Keine Ahnung. Irgendwas übersehen? Oder beides? Ich meine, sich dumm anstellen und übersehen ist ja quasi das Gleiche. Ah, gut. Barry schafft ein Rätsellevel. Markieren wir das in dem Kalender. Hüpfertest. Es darf gehüpft werden. Das ist nett, dass ich in einem Hüpfertest hüpfen darf. Von daher mache ich das gerne. Okay, was sind das für Dinge? Können die angreifen? Autsch! Ach, die hüpfen jedes Mal. Wenn ich hüpfe, verstehe. Okay. Dann scheint mir hier diese Seifenblase overpowered zu sein, weil dann kann ich die einfach vorher töten, oder? Oder die Feuerblume, ne? Ja, bei den Goombas muss ich vorsichtig sein. Kann ich... weil ich die... hier eventuell brauche. Okay, ich hasse diese Dinger jetzt schon. Weil die kommen ja auch... Also mein... Ich habe ja... Kein Problem, wenn die hier so rumhüpfen wollen, ne? Aber wenn die einfach so von unten hüpfen und ich weiß nicht, wo die sind. Ach, die kann ich gar nicht. Der Blase angreifen. Offensichtlich nicht. Da vorne ist eine Liane. Habe ich die selber aktiviert? Wurde die durch irgendwas aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Was sind das für Dinger? Vor allem, hier ist doch bestimmt irgendwo irgendwas versteckt, oder? Ich würde gerne ausprobieren, ob ich auf die drauf spinnen kann, aber... Vermutlich bin ich dann tot. Also. Okay. Ja, falls hier was sein sollte, keine Ahnung. Wir gehen erstmal weiter. Igitt. Also die Dinger sind ein bisschen eklig. Ah, da fallen mir auch spontan so ein paar richtig eklige Ideen für Spezialwelt-Level ein mit diesen Dingern. Die kann man durchaus eklig machen. So, das sieht mir hier auch verdächtig aus. Ich wusste, dass hier ein so ein Ding versteckt ist. Das ist ouch, einfach klar. Hoch. Okay, ich weiß wie. Ah, ich kann die natürlich bestimmt. Ah, nice. Auch nutzen. Dass die das aktivieren. Jetzt bin ich wahrscheinlich so ein Ding, oder was geht hier ab? Ach, die sind jetzt groß. Okay. Bisschen witzig, wie er da so rumschreit. Aber auch ein bisschen nervig. Wir warten mal sich jetzt aber noch. Da könnte ich bestimmt einen Wandsprung machen, aber... Ach, das Spiel, das hat einfach so viele coole Ideen da. Machst du denen wirklich nichts vor. Könnte ich irgendwas übersehen haben? Ja, das ist schon cool. Also, natürlich muss ich mich hier an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen konzentrieren. Ich wollte gerade sagen, da könnte jetzt auch was versteckt sein, aber dadurch, dass hier die Röhre ist unter einer Decke, ja. Passt das schon? Hier will ich aber nochmal kurz gucken. Okay, da komme ich scheinbar einfach her.
wartet mal. Okay, das ist ein bisschen eklig. Ja, egal. Hole ich ein anderes Mal. Halb so wild. Ich wollte jetzt nicht mein Leben riskieren. Aber haben wir denn hier jetzt alle Sachen gesammelt? Ich glaube, wir haben nur zwei von den Münzen, oder? Wahoo! Fump. Scheint ein Ninja zu sein. Okay, wir haben hier offensichtlich... Wobei, man sieht hier nur die Samen, ne? Man, diese Münzen sieht man nicht. Aber wir haben alle, okay. Die Fahne nicht. Das muss ich mir an die Fahne schreiben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Rochella-Test ins Visier geraten. Ich bin gespannt. Was hat das denn für? Komische Fische? Die erstmal nicht so bedrohlich wirken. Ah, meine Nase juckt. Das ist viel bedrohlicher. Die sieht auch nicht so gesund aus. Ach, die hätte ich bestimmt gebraucht, oder? Ja, okay, ich guck mal, ob ich sie nochmal neu spawnen lassen kann, sonst bringe ich mich mal um. Würde ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass man die aus dem Panzer holen kann. Okay, sie kommt nicht mehr wieder, ich bringe mich mal eben um. Komm. Weil ich hätte den Panzer einfach nur nach rechts schieben müssen, dann hätte ich das noch direkt eingesammelt. Und dies ist ja nicht so schwierig, von daher. Okay, ich hätte vermutet, dass da mehr versteckt ist. Oh, die arme Schnecke. Okay, ja, Barry, damit hast du ein Leben vollkommen umsonst geopfert. Kannst du damit leben? Tatsächlich ganz gut, ja. Man sogar angreifen. Ja, da ist die zweite. Höchstwahrscheinlich zumindest. Alles andere würde mich dann doch sehr überraschen. Dass die sogar tot sind. Ja, wobei, das ist bei den Koopas, glaube ich, auch so. Bei den Koopas, sag ich schon, bei den Fischen aus Mario World, wenn die von unten angreifen, dass sie dann sterben. Vollkommen normales Fischverhalten in Mario. Okay, dich behalten wir mal. Brauche ich dich eventuell? Okay, warum sind da so... Achso, dass ich mich ducken muss. Quasi für den Thrill. Okay, ich verstehe. Da kann ich nicht hoch. Boah, meine Stimme. Lässt schon wieder ein bisschen nach. Ah, da ist ein Elefant. Okay, da kann ich auch nicht hin. Ich finde es immer noch so geil, wenn man mit diesem Rüssel die Fische wegschlägt. Das ist einfach so geil. Ach, es ist so schön. Oh, ich bin fast abgesoffen. Wieso kann ich das als Elefant nicht kaputt machen? Okay, kann ich, aber es bringt mir nichts. Kriege ich die in die Röhre?
Hallo hier, Fischis. Kommen da gar nicht so hin, okay. Keine Ahnung, wie man das holt, so spontan. Ich kann die auch nicht aufnehmen hier, ne? Ah, okay, ich muss die wahrscheinlich dahin schießen. Puh. Das ist nicht so einfach, falls es überhaupt so richtig ist. Einmal nur eine Vermutung. Achso, wir haben unendlich viel Zeit. Ist der wundersam? Ja, kriegen wir auch noch hin. Aber ich will erstmal. Okay, es spawnt keine Schnecke mehr. Ach. Ja, da muss ich die nachholen. Das ist auch ein bisschen knifflig hier. Ich vermute, ich muss mit der Schnecke den Block da oben kaputt machen. Und dann, kann ich da irgendwie rein? Wer weiß. Geil. Kommen auch nochmal Fische, die mich nach oben hauen? Ja. Yahoo! Oder ich komme jetzt aus der Röhre da raus, eventuell? Nee, okay. Ja, nee, dann, ich kann mal gerade nochmal gucken, ob die Schnecke jetzt respawned ist. Nee, ist sie nicht. Okay. Das wundert mich, weil normalerweise spawnen die unendlich, aber vielleicht haben die das irgendwie geändert? Ich habe keine Ahnung. So. Ja gut, in den Level, wo ich eh nochmal rein muss, da kriege ich die Fahne natürlich. Und nur die, wo ich eigentlich nicht mehr rein müsste. Wobei, stimmt eigentlich gar nicht. Egal, passt schon. Ja. Ich finde dieses Detail so cool, dass da diese, sag mal, Blumentauz da dann quasi noch wässert und dass dann da die Blume aufgeht. Das ist schön. Okay, jetzt ist die Frage. Achso, da ist er. Meister Pomplin. So ein bisschen am Samurai orientiert. Ebbe im Wasserloch. Verschnaufspause. Ja, Verschnaufspausen. Waren bisher immer sehr easy und na gut, sie heißen auch Verschnaufspausen, ne? Nicht mal Gegner gibt es hier, da kann ich ja richtig entspannen. Wie viel Leben haben wir eigentlich? 38. Ich glaube, als wir heute angefangen hatten, hatten wir ein paar weniger. Also wieder welche gut gemacht, aber man kriegt ja auch so viele Münzen, es ist echt schwierig hier kein Leben zu haben. Aber auch das ist ja nichts Neues, das war ja in Mario Bros. U und Wii und wie sie alle hießen, ähnlich, von daher. So, und jetzt? Habe ich irgendwas? Achso, es gab dieses eine, wo ich 4 brauchte, ne? Ja, genau. Duck Hochsprung 1. Okay. I am very gespannt. Ah, Notenschild dran. Abzeichentest, verlierst du keine Leben. Okay. Ja, es gibt wahrscheinlich 2 Level in diesem Spiel, wo man das braucht. Eines ist das hier. Nein, vielleicht gibt es auch ein paar mehr. Ich meine, die haben sich wenigstens Ideen,
Die haben sich Ideen gemacht, genau. Nein, sie haben Ideen und die sind schön. Das war jetzt sogar schon fast schwierig. Naja, fast. Ach, das ist so... Ich finde dieses Kurzweilige an diesem Spiel so geil. Das war dumm, aber ich lebe noch. Okay, ich kann jetzt nicht die goldene Fahne holen. Ah, dann muss ich das auch nochmal machen. Ah. Das war jetzt ein bisschen überflüssig, aber egal. Aber ich finde es cool, dass wir heute schon die Spezialwelt gefunden haben. Auf die freue ich mich echt. Da verliere ich auch gerne Leben. Die Spezialwelten, das ist immer schön. Okay, aber dieses Abzeichen, ich bleib dabei. Ich glaube, dieser Hut, den wir da jetzt im Prinzip seit Beginn an benutzen, Fump, ist vermutlich schon so mit das Beste in den meisten Situationen. Zwischentest mit großen Sprüngen. Ist das wieder so ein Musiklevel, wo ich letztes Mal so Probleme hatte? Das würde ich auch gerne wissen, was das war, aber wir werden es vermutlich nicht erfahren. Bitte diese komischen Sprungdinger hier. Ah, da sind wir. Ist das, was ist das denn? Ich dachte, das wäre diese. Was bist du? Was bist du denn für eine? Egal, du bist praktisch, damit kann ich die töten. Komisch. Der kommt, scheint da auch nicht mehr rauszugehen. Na gut, mit dem Elefantenrüssel ist sowieso. Könnte auch ganz anders gehen, aber wir machen es mal so. Die müssen doch für irgendwas gut sein, diese Dinger. Also. Außer, dass man sie besiegt. Dem müssen wir offensichtlich folgen. Und dann haben wir eine Fräse mit der Banane. Ja, mit der Banane, sag ich schon, hier mit dem. Fattenrüssel. Und was sind wir jetzt? Sind wir jetzt so ein Sprungding? Tatsächlich. Oha. Ganz schön overpowered. Hier kann man aber auch leicht irgendwas übersehen, deswegen. Okay, da kann ich nicht rein. Warum auch immer. Das war übrigens auch eine Angst, die ich bei diesem Spiel so ein bisschen hatte. Dass man. Ja, die Level vielleicht mehrmals spielen muss, weil du durch diese Wonder, durch den Wonder-Effekt einen anderen Weg gehst. Aber bisher, also das scheint jetzt hier gerade so zu sein, weil die eine Röhre können wir ja definitiv nicht benutzen. Aber bisher hält es sich in Grenzen. Aber so hätten die das Spiel echt ganz schön strecken können. Dass man quasi jedes Level zweimal spielen muss für 100%, aber... Bisher haben sie es nicht so gemacht. Außer, ich glaube hier, also wenn mir hier einer fehlt, ja sogar zwei, dann musst du das halt vermutlich ohne Wonderseed machen, oder? Er lässt uns jetzt wieder komplett unten raus. Nee. Oh, ist okay. Okay, das ist eklig. Aber... Gibt es eigentlich auch einen Dreifachsprung? Ach, fuck, da komme ich nicht dran. Ach Mann. Ich hab den Elefanten. Kann ich damit irgendwas? Nee, das bringt nichts. Mist. Übrigens habe ich die goldene Fahne geholt. Okay, dann das heißt, das zweite konnte ich nicht machen. Und beim dritten habe ich hart reingeschossen. Okay. Ja gut, dann muss ich so oder so nochmal machen. Ne?
Dann ist das nicht so wild. Rup, rup. Oh, der geht mir langsam auf den Nerven. Bum, 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 bum. 10 brauche ich, 11 habe ich, perfekt. Stacheltest feuerfrei. Das sieht eklig aus. Egal. Wir wollen, oder besser gesagt, wählen den Ekel. Stacheltest feuerfrei. Okay, what the fuck? Ach, ich habe hier so eine kleine süße Kanone. Ich verstehe. Okay, ich sehe. Ich muss mich hier mal gerade ein bisschen konzentrieren. Okay, wie auch immer man das schaffen soll. Oh. Ja, so genau so, wie ich es vermutet habe. Zum Glück. Ach, scheiße. da habe ich nicht aufgepasst. Wie soll man da denn ohne Treffer durch? Gut, eins haben wir verpasst, ja. Du machst das toll. Nee, finde ich nicht. Das, da habe ich einfach, war ich einfach gerade komplett abgelenkt, als ich das hätte machen müssen. Ich meine, ich finde es gut, dass jetzt da so Mario-Ding ist und dass ich da eins einsammeln kann, aber ich verstehe nicht so wirklich den Sinn. Und das darf ich bestimmt nicht machen, oder muss ich machen? Okay, muss ich machen. Nein. Ich hätte den bestimmt. Das heißt, ich kann auf die drauf springen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht zu wissen. Und was geht jetzt ab? Ich bin wieder so ein Stachelding. Bin ich da eben nicht hochgekommen? Aber die Zeit, die man hat, scheint wirklich in Ordnung zu sein. Ich muss gleich nach dem Level hier mal kurz gucken. Meine Frau hat mir irgendwas geschrieben. Per WhatsApp-se. Was irgendwas Kritisches ist. Ah, okay. Ja, dafür hätte ich die nämlich auch nehmen können, um die Goombas zu töten. Was ist da oben jetzt los? Bei solchen Leveln, da gucke ich immer an zu vielen Punkten. Und dann verpasse ich irgendwas wie die zweite Münze, aber ist nicht so schlimm. Wir haben wenigstens die erste und die dritte. Nice. Auch wenn es jetzt langsam kühler draußen wird, irgendwie ist es doch ganz schön warm noch, ne? Ich meine, ich habe jetzt die Heizungssorge schon angemacht. Vielleicht hätte ich die von dem Stream ausmachen können, bei mir ist gerade echt warm. Bam, 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 ja. Du erzählst mir wieder irgendwas, was mich nicht interessiert. Ist das die P-Block-Challenge? Verschnaufspause. Na gut, dann müsste es ja theoretisch einfach sein. Ist das allerdings...
Ich würde mein Kostüm gerne ablegen, aber geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob der Elefant wirklich langsamer ist. Ah, okay, da habe ich jetzt schon verkackt. Ach, da... Ah, okay, da kann ich den wieder aktivieren. Das ist ja halb so wild. Irgendwie kommt man als Elefant teilweise. Ich meine, das ist natürlich okay, ne? Weil ein Elefant ist ja auch schwer und so. Ja, aber nett natürlich. Wobei, ne, sie haben es von sich. Das erste Mal kam sowas, glaube ich, in Mario Bros. Wii vor. In der Spezialwelt. Oh Gott. Keine Panik, Barry. Das ist total easy, Barry. Easy. Nice. So, und das 4-Level-A-Loch-Level war eigentlich gar nicht so schwierig. Und ich will mal einmal gerade hier mir die Welt angucken. Ach so, warte mal. Ach, schaut mal, da sieht man, dass ich alle habe, glaube ich, oder? Ist das das Symbol dafür? Ne, hier fehlt eine. Rätsel der Verstecke, okay, dann verstehe ich das nicht so ganz. Ach, oh. Ach nee, das ist ja das Hauptding hier, dieses links neben dem 27. Gesamtkarte, die wollte ich eigentlich angucken. Also wir haben dann noch die Gülden und dann noch... Ja, ich würde sagen, wir sind so ungefähr bei der Hälfte fast. Also wirklich ein schweres Spiel. Schwärmertest unterm Nachthimmel. Hm. Wie komme ich da an die Wunderblume? Mit Feuer? Tatsächlich mit Feuer, okay. Ich könnte natürlich jetzt auch theoretisch hier durchlaufen, aber... Nö. Okay, nice. Ich bin ein bisschen überfordert wegen diesen 100.000 Effekten. Ach, als Pilz zieht man... Oder mit Sternenform zieht man sogar die anderen an. Offensichtlich, okay. Muss ich hier drauf achten, Sterne einzusammeln, oder mache ich das automatisch? Okay, das war cool. Frage ist, war das jetzt das ganze Level, oder... Ich glaube, das war das ganze Level. Bye bye. Zeitschalter Sprint. Das sieht dann schon eher nach beeil dich aus, Barry. Aber gut. Auch das kriegen wir alles hin. Nehmen wir uns sogar die Zeit, diese Münze einzusammeln. Ja, bei den richtig krassen kannst du das halt nur einmal berühren, aber hier... Werde ich bestimmt trotzdem dumm sterben, wir alle kennen mich, aber... Ich meine, das ist so eine Vorbereitung der Leute auf die Spezialwelt, wo sie das dann nur einmal aktivieren können. Ach so, ihr wollt mich hier verarschen. Ich muss mich nicht mal beeilen. Entspann dich mal, komische Pflanze. Ja gut, es galt auch als Verschnaufspause, ne? Ich dachte schon, ihr müsst mich jetzt wirklich verausgaben, aber nö, überhaupt nicht. Wieso kann ich das Level nicht starten?
Abschlusstest nicht trödeln. Ja, ist natürlich irgendwie ganz witzig gemacht, weil es so als Test aufgebaut ist für unsere Ninja-Karriere. Habe ich jetzt das Dauerlaufen? Es gab war nämlich, glaube ich, auch eine Badge. Okay, nee, habe ich nicht. Ah, das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Da ist die Wunderblume. Wie komme ich an die ran? Hä? Autsch. Hä? Also, ich verstehe nicht so ganz, was hier abgeht, wie ich an die anderen Sachen rankommen soll. Aber okay. Ja, müssen wir da später nochmal hin. Da war auf jeden Fall eine Wunderblume irgendwo. Okay, das war ein bisschen gemein. Ich weiß es auch nicht, ob es einen Checkpoint gab. Vermutlich nicht. Okay, gab es doch. Ja, an dem zweiten sind wir vorbeigerannt, auch an der Wunderblume. Ja, Autorunner sind natürlich bei vielen jüngeren Leuten auch beliebt. Ich muss da zugeben, ich war am Anfang, was Autorunner angeht, sehr skeptisch. Aber ich habe mittlerweile auch schon einige Spiele gespielt. What the fuck? Hä? Okay, wir müssen hier eh noch ganz oft rein. Wir haben quasi alles verpasst. Die Frage ist, starte ich es nochmal neu, um mir die Wunderblume zu holen? Ich würde das zumindest, glaube ich, nochmal machen. Ach so, das ist quasi auch die Prüfung, okay. Ja, puh. Vermutlich nicht so schwierig, wie es aussah, hoffentlich zumindest. Die war, glaube ich, kurz vor dem Checkpoint irgendwo, ne? Das heißt... Ach, da, okay. Kann ich mich umbringen. Ja, das Problem, in sowas merken, bin ich nicht gut. Das heißt, ich werde vermutlich jetzt noch ein paar Leben verlieren. Ich muss mir jetzt irgendwo einen Punkt suchen, wo ich mich orientiere. Also im Zweifel an irgendeiner Stelle nicht springen. War das hier? Nee. Yay, geschafft. Und was bin ich jetzt? Wieder so ein Ding. Nice. Da wäre wieder dein zweites gewesen. Und jetzt? Ich hätte schon fast vermutet, dass ich auf der Zielflagge lande. Ah, okay. Ja. Hätte ich mir sparen können, 2 Sekunden später passiert es. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Das heißt, ich muss nur irgendwie an die zweite Münze kommen. Aber das muss ich ja nicht jetzt sofort machen.
Bin ich jetzt offiziell ein... Keine Ahnung. Ninja oder so? Ach, ich mag die neue Mario-Stimme, muss ich sagen. Gibt ja viele, die sich bestimmt darüber aufregen und Charles Martinet zurück wollen, der auch wirklich jahrelang einen guten Job gemacht hat, aber ich finde das auch vollkommen okay. Vollkommen gut. Es hat nur ungewöhnlich nach gefühlt 87 Jahren einen anderen Sprecher, oh, Entschuldigung, zu haben, aber das Leben ist voller Veränderungen, sagte der Stein zur Schildkröte und flog davon. In dem Sinne, wo gehen wir jetzt hin? Zur Blüteninsel. War das nicht die erste? Okay, ich bin ein bisschen... Ach so, jetzt kann ich da bestimmt nach unten. Vermute ich mal. Warum auch immer wir den Samen jetzt brauchten dafür. Man weiß es nicht. Ich bin auf den Bosskampf gespannt, also auf den Endbosskampf. Wir werden ihn ja früher oder später sehen. Das sieht so aus, als bräuchten wir noch zwei Samen. Ne, drei Samen. Weil da drei Piranha-Wortpflanzen sind. Ja, drei brauche ich tatsächlich noch. Einer soll in der wolkenlosen Wüste, einen weiter in der Fungimine und einer in den Magmatiefen. Achso, die Entscheidung liegt bei mir, okay. Ja. Ich würde erstmal, glaube ich, da unten hingehen, weil ich mich dann nicht so viel bewegen muss. Wusstest du, bla 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 bla, okay. Ich kann die Steuerung. Ja, das wusste ich schon. Höhle der Juwelenblöcke. Let's go. Was sind das denn für Dinger? Okay, die kann ich kaputt machen. Die gehen doch bestimmt auch unten, wenn ich da bin, oder? Oder kann man viele witzige Sachen mitmachen? Ah, das neue Item. Wie funktioniert das denn? Okay, witzig. Erinnert mich sehr krass an diesen Bohrer aus Mario Galaxy 2, glaube ich. Ja, da, ja, auch da können sie jetzt natürlich... Ah, da ist eine Münze. Ich habe sie schon gesehen. Ich würde mal fast behaupten, wenn die erste unten ist, ist die zweite bestimmt oben. Ich wollte da eigentlich... Ah! Ach du Scheiße! Okay, das war gemein. Das war gemein. Erstmal das Schwimmabzeichen nehmen, natürlich nicht. So, wir haben zwar noch eins, aber wenn wir hier schon einen... Ach, jetzt krieg ich noch einen Pilz. Den haben wir ja schon und hier ist wieder so ein Boarding, ne? So, ich vermute fast, dass jetzt das andere an der Decke ist, aber ich will erstmal diesen Freund hier seinen Selbstmord... ...machen lassen. So, bestimmt... So, ah, jetzt check ich das. Oh, fuck. Du kannst nicht von Decke zu Decke springen. Das war sehr schlau, Barry. Dafür hast du einen Oscar verdient.
Energie. Das ist aber echt ein ekliges Level. Okay, da muss ich irgendwie hin. Null Problemo. Und da, wie er diesen Hut über Nacht sieht, ist auch so geil. Diese kleinen Details. Ach, du kannst dich da sogar nach oben bohren. Okay, nice. Ich hätte jetzt vermutet, dass hier irgendwie was ist. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Wobei enttäuscht das falsche Wort ist. Verwundert ist es eher. Schenkt ihr mir vielleicht was? Nee, okay. Ja, wir haben mal ein Leben gefunden zur Abwechslung und irgendwelchen anderen viele Fans. Aber erst eine Münze. Okay, ja. Ich werde es überleben. Achso, da geht es bestimmt nach oben, oder? So, wir wären nicht Mario, wenn wir nicht in jede Röhre reingehen würden und zumindest gucken, ob wir da irgendwas finden. Autsch. Sie sieht auch sehr verdächtig aus, irgendwie, aber... Ich spring dann übrigens immer gegen die Wand und lass mich dann nach rechts gleiten. Hier ist aber irgendwie so gar nichts. Das sieht auch verdächtig aus. Eigentlich sieht ja alles verdächtig aus und das sieht vor allen Dingen gefährlich aus. So, Wunderblume, was geht jetzt hier ab? Ach, scheiße. Ja. Ohne Bohrer. Schwierig. So, wir müssen wahrscheinlich einfach nur... wo bin ich? Okay, das fühlte sich ein bisschen komisch an. Aber es lag an mir. Keine Sorge. Toll gemacht. Nee, ich fand's ehrlich gesagt. Okay, da ist eine oben. Aber auf dem Kopf spielen war noch nie Barrys Stärke. Wie soll ich das denn schaffen? Irgendwie check ich das nicht so ganz. Aber. Ach so, okay, ja gut. Einen habe ich verpasst. Habe ich irgendeine Idee, welche das sein könnte? Nö. Okay, da bin ich eben schon lang gelaufen. Da ist nichts außer Münzen. Ja, vermutlich. Irgendwas auf der Decke oder so. Also nicht auf der Decke, aber dass ich da irgendwas machen musste. Who knows? Okay, ich will, glaube ich, noch ein, zwei Level machen. Ich merke nämlich gerade, dass ich echt müde werde und ich habe letztes Mal schon den Fehler gemacht. Siehe letzter Part, wo ich bei diesem Musiklevel so unfassbar fertig war. Deswegen, ja... Mal gucken, was noch so kommt. Vielleicht noch so eine Verschnaufspause oder irgendwas Easyes, genau. Was Easyes, Barry. Hm? Dann merkt ihr wieder, ich bin okay. Hier kann ich was kaufen. So, das heißt, ich kann jetzt entweder zur Wüste oder hier unten lang, ne? Hier wieder so ein Mini-Boss, ja. Mache ich den noch? Ich wollte ja nach unten. Ja, ich will mir vorher die Karte nochmal angucken. Einmal fix. Karte, Karte. Nein. Gesamtkarte.
Kann man die sich nicht irgendwie richtig angucken? Ja, genau. Ich will erst nach unten, glaube ich. Und dann nach links. Ja, wir machen mal noch die Luftgaleere in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht zu hart reinscheiße, weil ich echt müde werde. Aber ja, alles halb so wild. Sieht übrigens mega cool aus mit den grünen Farben. Das war schlau. Kann ich die Kanonenkugeln auch mit dem hier ein... Links oder unten, das sieht verdächtig aus, aber da wird vermutlich nichts sein. Wobei, mit der Wolke. Okay, da geht es aber irgendwie hin. Wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. Frage ist... Ja doch, das geht. Kamera, zoomst du immer nach unten? Ah, okay, da kann ich doch nicht hin. Ich bin jetzt stark davon ausgegangen, dass das da nach unten scrollt und dass dann da eine Röhre oder sowas ist. Aber okay, wenn das Spiel das nicht möchte, dann muss ich mich dem fügen. Die Wolke wird ja vermutlich auch nicht für immer halten, ne? Nee, tut sie wirklich nicht. Das ist gemein in so einem Level, du kannst wirklich überall irgendwas verstecken. Ja, natürlich geht dann ausgerechnet die Wolke aus. Ah. Okay, wir haben kein Item mehr. Aber das finde ich eine coole Idee mit den Wolken hier. Also ist jetzt natürlich... nichts Neues im Prinzip, aber so in einem Bowser-Level außerhalb von irgendwelchen Hacks habe ich das noch nicht gesehen. Okay, die grüne Röhre war sehr auffällig, weil sie grün war. Ach du Scheiße. Und Checkpoint, perfekto. Bleib hier! Ja, das ganze Level scheint irgendwie so ein Flieg-Level auf Wolke zu sein, ne? Hier könnte man auch was richtig gut verstecken. Aber sieht nicht so aus, okay. Das war dumm. Und da haben wir unsere Wunderblume. Nice. Achso, ich werde verfolgt, okay. Ja, auch hier theoretisch oben, unten. Ah, da ist eine, ich sehe schon. Die drei haben wir immerhin schon mal. Das ist doch gut. Ja, die Wundersamen wiederholen sich jetzt zugegebenermaßen ab und zu jetzt mal. Dass wir hier jetzt beschossen wurden, glaube ich, das zweite oder dritte Mal. Aber ganz ehrlich... Das finde ich gar nicht so schlimm, weil das Spiel so viele Ideen hat und dass da irgendwann sich irgendwas wiederholen muss. Finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Solange jetzt natürlich nicht sich alles jetzt wiederholt, weil wir erst die Hälfte des Spiels umhaben. Aber so würde ich Nintendo auch gar nicht einschätzen. Aber wir haben gar kein Item. Ein zweiter Checkpoint. Das heißt, hier wird jetzt höchstwahrscheinlich der Bosskampf sein. Vermutlich wieder gegen Bowser Jr. Könnte man bemängeln, dass man nur gegen Bowser Jr. kämpft.
Ja, könnte man. Aber im Prinzip ist es auch relativ egal. Ach, wieder nur... Ach, jetzt verstehe ich, dass diese Luftkämpfe oder... Ja, Luftschlosskämpfe ist scheinbar immer, dass man hier auf so einer ja, Fertigungsstraße ist. Finde ich aber auch irgendwie ganz cool. Weil die Schiffe ja auch immer gleich aufgebaut sind und irgendwo müssen die ganzen Sachen hierher kommen, ne? Juti, wir haben scheinbar... Ich will mal einmal nochmal gucken, ob wir wirklich drei von diesen Blumen jetzt haben und dass wir quasi sagen können, wir sind bei der Hälfte des Spiels. Würde mich gerade mal interessieren, aber wir lassen uns mal in Ruhe das Flugzeug abstürzen und gucken, wie ein Schaulustiger zu. Und lachen dann. Wo war das L? Ich finde das Menü ein bisschen komisch. Das ist vielleicht sowas, was man kritisieren könnte, aber... Es ist auch eigentlich relativ scheißegal. Wenn man mal ehrlich ist. Genau. Wir haben hier die... Da haben wir eine. Ach, das sind die verschiedenen Level dann, ne? Ja. Dann haben wir in dem Wölkchengebirge eins. Ich will mir nur einmal so durchgucken, nicht wundern. So, Güldenfälle, das dritte. Blüteninseln scheint so der Hauptbereich zu sein, also quasi offene Welt, in Anführungszeichen. Und dann fehlen uns noch ja, die von der wolkenlosen Wüste. Ach, hier sieht man es sogar, da sind die nicht ausgefüllt. Also sind wir im Prinzip bei der Halbzeit. Genau, und die Blüteninsel ist halt mehr oder weniger so, ja, Open World ist auch das falsche Wort, aber ihr wisst, wie ich das meine. Okay, haben wir die Hälfte des Spiels, wenn man nicht auf 100% spielt, was wir natürlich machen, geschafft. Gut, ja, Stream war weniger los, oder das war irgendwie auch erwartbar, weil das Spiel gerade neu ist und am Release-Tag bestimmt Leute das 18 Stunden am Stück gestreamt haben. Ja, muss ich mal gucken. Wenn ich es jetzt Sonntag aufnehme, würde ich es vermutlich trotzdem streamen, einfach um so ein bisschen... Ja, dass halt ein Stream läuft, sage ich mal, klingt komisch, weil mittlerweile die Priorität bei YouTube ist, aber... Könnte mir auch jetzt durchaus vorstellen, dann in der Mittagspause einfach mal für 30 Minuten so aufzunehmen. Von daher mal gucken, wie die Parts von der Länge her werden. Also wird sicherlich vermutlich mal Stundenparts geben und auch mal halben Stundenparts. Ihr könnt das Ganze ja unterbrechen und nochmal angucken oder weiter angucken. Ihr seid ja schon groß. In dem Sinne mache ich mal den Stream aus und das Video auch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.